Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Servus zu unserer Kochsendung, Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit Alf Klostermann. Servus, der schaut ja aus wie Karabinems in seiner besten Zeit oder wie, sagt man, Albert Schweitzer oder wen gibt's denn noch? Ich weiß nicht. Sag du was. Jetzt, wenn ich ganz böse wäre, aber das traue ich mir nicht sagen, weil sonst wäre ich geschimpft. Ich sage ein Auslaufmodell eines Playboys, aber das stimmt ja auch noch nicht. Der ist ja noch ein junger Hupfer, gell? Junger Hupfer, vielen Dank. Auf alle Fälle kochen wir heute was, das sagst jetzt du. Ich würde mit dir gerne, Alfons, heute Land und Meer, nenne ich das mal. Einen wunderbaren Seeteufel oder auch Lotte oder Anglerfisch nennt man den. Und dazu gibt es dann Tagliatelle. Und dazu machen wir eine wunderbare Soße. Da haben wir jetzt hier schon eine kleine Zwiebel, bisschen Knoblauch. Dann nehmen wir hier den Lauch, schneiden da noch was rein, Salbei und einen Schuss Rum, darf nicht fehlen, sehr guter Rum, einen Gemüsefond und einen Rahm. Ja, super. Pass auf, aber da bevor machen wir die Soße draus. Super, aber bevor wir das machen, machen wir noch eine kleine Home-Story bei dir, damit wir mal wissen, wie schaut denn der Bursche wirklich aus. Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei mir in Grünwald, hereinspaziert, kommt rein. Ja, ich bin der Alf Klostermann und wohne hier im schönen Süden von München. Ich komme ja aus der Düsseldorfer Ecke und frühere Managementtätigkeiten bei internationalen und nationalen Firmen haben mich verschlagen. Und seit 2004 mache ich TV-Produktionen, Entertainment und sowas und wohne hier in dem schönen Grünwald als bekennender Single noch. Und ja, freue mich auch, weil das ist hier super schön grün, direkt an der Isar. Ich liebe ja auch die Natur. Und ich wohne auch unheimlich gerne hier und toller Blick, alles grün, deshalb heißt es auch Grünwald. Ja, und ich habe heute dann, auch wenn es so ein schlechtes Wetter ist, so ein tolles Hemd aus Indien von meiner Tochter Kira. Die ist ganz toll kreativ begabt und hat ja auch Mode Design Management studiert. Und die entwirft diese, designt diese. Und das habe ich heute extra angezogen mit diesen tollen Farben. Ich liebe die ja auch. Und ja, so passt das dann auch familienmäßig zusammen. So, jetzt gehe ich mal in meine Single-Küche, in mein Kochreich, mein Kochstudio. Es ist klein, aber es ist alles vorhanden. Spülmaschine, Herd, Mikrowelle, Brotmaschine. Toller Blick nach außen und hier mache ich ja so kleine Kochvideos, 2-3 Minuten. Ich bin Social Media Fan auf Facebook, Instagram, YouTube und da mache ich dann so kleine Kochsendungen. Ich koche sehr gerne, kaufe frisch ein und meine Facebook-Freunde lieben das auch, die mögen das und die fragen dann schon wieder, Alf, wann kochst du mal wieder was? Dann brauche ich keine Kochsendung mehr schauen. Aber Kochsendung ist das Stichwort. Ich freue mich schon, mit Alfons heute zu kochen. Und ja, ich mag Alfons, der macht das hervorragend. Und ich habe auch toll was eingekauft und ich freue mich sehr drauf. Also Alf, wo bist du geboren? Ich bin bei Krupp in Essen, also in der Nähe von Essen geboren. Ja, Rheinhausen dort, heißt wo es. Der Stahl ist. Genau, ja. Kruppstahl. So. Ja, du bist vielleicht aus Kruppstahl, ja. Aber nicht im Herzen natürlich. Und jetzt wohnt er in München. Jetzt erzählen wir mal so ganz bisschen, wie kamst du vom Herrn Krupp nach München oder von Essen? Ja, also von Essen beziehungsweise Duisburg kam ich dann nach Düsseldorf. Und dort habe ich als junger Mann bei einer amerikanischen Firma angefangen und bin für die dann nach Nürnberg, nach Franken gegangen. Habe dort die Niederlassung übernommen und nachher drei Niederlassungen gemacht als Manager. Und so kam ich zu den Franken. Also die Franken sagen, sie sind keine Bayern, aber die gehören zu Bayern. Ja. Und so bin ich da hingekommen. Sagen wir mal so, der Franke ist immer so lange kein Bayer. Wenn er über die Grenze fährt nach Italien, dann ist er ein Bayer. Das ist ja klar, weil sonst kennt ihn ja keiner. Ist er wieder Herr Röhm, ist er sofort wieder Franke. So schaut's aus. Genau. So, und weiter. Ja, und dann bin ich von Franken, von Nürnberg nach München gekommen.
habe da auch noch Firmen geleitet, Niederlassungen und so weiter. Und dann bin ich irgendwann wie die Jungfrau zum Kind zu den Medien gekommen, zum Fernsehen. Und da arbeite ich jetzt schon 10 Jahre super toll. Aber man sieht es an deiner Frisur, ja. Mit dem Hans zusammen. Ja, sagen wir mal so, ich würde es mir ja gerne machen, aber bei mir geht es nicht mehr, ich habe nur 3 Federn drauf. Und dann muss ich ja überhaupt, ich gehe nicht zum Haarschneiden, sondern zum Zählen mittlerweile. Gell? Aber... Naja, wenn man so schöne graue Haare hat, dann kann man sagen. Die waren auch dunkel, die waren schwarz. Schon klar, schon klar. Aber weißt du, nicht jeder hat ein schönes Grau. Du hast ja ein schönes Grau. Danke, Alfons. Und also wenn du so kochst, wie du ausschaust, dann muss ich sagen, dann wäre es eine schöne Sendung. Nein. Also, und Kochen, Leidenschaft oder hast du das machen müssen, weil dich die Frauen verlassen haben? Oder wie war das bei dir? Genau, Frauen haben mich verlassen, Scheidungen. Und ich bin seit vielen Jahren Single. Und habe dann auch zuerst natürlich alles Mögliche, Fastfood und Fertiggericht in mich reingestopft. Und irgendwann habe ich gesagt, der Alfons kocht so super, jetzt musst du das auch mal ausprobieren. Schlitzohr. Und habe dann angefangen, ganz einfach. Ja? Ich kaufe frisches Gemüse, Brokkoli, Paprika in verschiedenen Farben, tolle Strauchbohnen. Also was es frisch am Markt gibt. Und dazu... Die brutzel ich so ein bisschen in der Pfanne meistens an. Olivenöl, nehme da meistens griechisches Olivenöl. Und dann mache ich dazu mir ein Stück Fleisch oder Fisch, ja, in einer Extrapfanne wieder, in Butter schön angebraten. Und das kommt zusammen. Manchmal mache ich so ein paar kleine Kartoffelchen, die festkochenden, mit Haut und Haaren. Die schneide ich auch so ein bisschen auch noch mit in der Pfanne. Ja. Und das ist so eine bodenständige Geschichte, die mir schmeckt und ja, die mir gefällt. Ja. Und das mache ich bis heute, gerne auch. Frage ist ja, kochst du jeden Tag? Gibt es jemanden, der für dich was kocht, wo du eigentlich nur ein bisschen rummeckerst? Oder sagst du, nein, ich übernehme diesen Part in der Küche, damit es richtig gut schmeckt? Also das hätte ich gerne mal mit dem Rummeckern, ja, aber ich bin Single. Ja. Aber warum bist du jetzt Single? Du bist ein gut aussehender junger Mann. Du bist jetzt in der Jugend des Alters. Wie alt bist denn du? Ich gehe auf die 74 stark dann zu. Dann bist wie ich in der Jugend des Alters. Genau. Ab 70 ist man da, ja. Und da geht es erst richtig los, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Fehlt uns nichts, oder? Nein, überhaupt nicht. Naja, also wir haben ja auch gesund gelebt. Nein, haben wir nicht immer, aber ja, immer geistig auf, gesund gelebt. Immer auf der Überholspur. Ja, oder so. Bewegung, Sport, alles, was dazugehört. Genau. Und die Jugend hat mich auch, also die jungen Leute haben mich auch immer gesund in Trab gehalten. Aber du musst doch zugeben, wenn man heute noch die Möglichkeit hat, mit ein paar jüngeren Leuten zusammenzuarbeiten, das motiviert einen, das macht, und dann merkt man, dass man gar nicht so schlecht ist und nicht so, wie es umeinander geht, wie so der Dackel, sondern dass man wirklich Gas geben muss, dass man sich zusammenreißen muss. Ja, und das machen die wenigsten, sich ein bisschen, sagen wir mal, zu disziplinieren und sagen, nein, das Alter spielt keine Rolle, ich fühle mich wohl, meine Knochen sind noch gesund, mein Hirn funktioniert auch noch ein bisschen. Also geben wir noch mal richtig Gas, oder? Da hast du absolut recht, ja. Und das ist ja auch so, früher hatte ich ja in die Firmen meine Niederlassungen und die Büros. Und jetzt seit 10 Jahren ungefähr arbeite ich vom Homeoffice aus. Ohne Corona, das war schon vorher. Ja, aber die Zeit hat sich natürlich total geändert. Und da musst geändert, du dich gell? Aber disziplinieren, wie du gesagt hast. Ja. Aber du hast eine verhältnismäßig gute Figur, muss man sagen. Wirklich toll. Spannt noch nichts. Mein Lebenssport gemacht. Ja, Tennis ist mein Lebenssport. Habe ich mit 7 Jahren angefangen und dann in der Jugend international gespielt und heute noch Mannschaft. Hattest du auch schon den Haarschnitt oder war der anders? Ich habe mein Leben lang lange Haare gehabt und immer gepflegt. Und ich weiß noch, der erste Niederlassungsleiter in Düsseldorf bei der amerikanischen Firma, der wollte mich schon rausschmeißen bzw. zum Friseur schicken. Sagte, geh doch mal zum Friseur. Ich sag, kannst vergessen, ich gehe nicht zum Friseur. Na, man hat auch seine Marke. Ja. Zum Beispiel der Dr. Müller-Wohlfahrt trägt ja auch, sagen wir mal, seine Haare immer schon so. Ja. Und da ist man nicht der Mode unterworfen, ist eigentlich zeitlos. Ja, so sehe ich das auch. Auf Bayerisch sagt man, wer Co, der Co, gell? Wenn du es gar nicht hast, kannst du es nicht tragen. Wobei eine Platte auch was hat. Es gibt Typen, die Bruce Willis, wie sie alle heißen, du kennst sie. Ich brauche nicht so hoch raufgehen, ganz normale. Ja. Wo man sagt, wenn die Haare hätte, macht er keinen Stich. Sieht super aus. Ja, klar. Ja. Ja, genau so ist es. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir hier... diesen wunderbaren Seeteufel, da haben wir die Nudeln, die wir jetzt gleich einmal, bevor wir in die kleine Pause gingen, in Salzwasser kochen. Und man sagt ja immer, also wir nehmen ungefähr 15 bis 17 Gramm auf den Liter, weil so ein Salz
weil sonst schmeckt die Nudeln nicht, die schmeckt dann langweilig. Das deren wir jetzt gleich rein, ein bisschen was haben wir eh schon rein da. Und dann, wie gesagt, kochen wir die Nudeln und dann nach der Pause machen wir den Fisch. Und was interessant ist, ist seine, die er so hoch lobt, seine Soße. Und die probieren wir dann einmal. Also, bis gleich. Alf, mit was starten wir? Mit der Soße, Alfons. Alles klar. Also, Pfanne habe ich da. Das ist unser Nudelwasser. Das wäre die Pfanne jetzt für den Fisch. Okay. Das ist deine Plattform, deine Bühne. Jetzt geht's los. Vielen Dank. Wie heißt deine Soße dann? Das Gericht heißt Land und Meer. Ja. Hier haben wir Meer und hier haben wir ja Land. Das ist der junge Spinat, Salbei. Dann haben wir hier Gemüsefond. Und Land ist natürlich auch Pfifferlinge, die wir nachher mit dem Fisch braten. Ja? Und nehmen auch noch ein bisschen von dem jungen Blattspinat wunderbar da rein. Ja? Du hast ja den anschwitzenden Spinat? Oder? Ein bisschen dann genau in der Pfanne mit dem Fisch anschwitzen. Und da, wo die Pilze drin sind? Wo die Pilze drin sind, super. Genau. Oh, hört sich gut an. Na? Geht schon los. Was nehmen wir zur Soße her? Also etwas Olivenöl in die Pfanne hier. Mhm. Stopp. Das reicht, ne? Nee, du. Das reicht. Da tut mir das Herz weh. Weil heißes Öl ist eigentlich das Schlechteste für den Körper, was es gibt. Denn jedes Öl ab 90 Grad geht leider nur dorthin, wo sie weich sitzen, aber nicht dahin in die Zelle, wo sie die Energie und die Kraft brauchen. So. Ja, du bist ja auch so ein Gesundheitsguru und das liebe ich ja auch. Geht. Weil ich nur immer gesund. Weil dadurch halten wir uns ja auch so jung. Also ich habe mein Leben lang Sport gemacht und deshalb sind meine Werte auch immer noch top. Warte mal schnell, entschuldige. Und auch. Und gute Ernährung, Bewegung, das sind so wichtige Dinge. Aber auch das soziale Leben, Freunde ist wichtig. Und ich esse auch nur zweimal am Tag. Das heißt, du frühstückst nicht? Nein, genau. Ich mache mittags mir immer Vollkornbrot, ein bisschen Salat, Eierspeise drauf, ja, und dann erst abends wieder. Aber jetzt muss ich mir was fragen. Du warst ja eigentlich, bist ein guter Typ, warst ja ein guter Partner für eine Frau. Eigentlich. Wo ist denn der Hund begraben? Ja, das musst du die Frauen fragen, du. Ihnen zu spritzig? Ich war zweimal verheiratet und mit zwei Beziehungen auch zusammengelebt. Also das sind ja schon mal 30 Jahre irgendwie zusammen, oder nee, 20, 2 mal 7 plus 20. Aber und gescheitert hast, weil du nicht nachgeben konntest? Ich war zu gutmütig. Oder so. Oder so. Aber du warst ja bei einer Dating-Show auch schon mal dabei. Habe ich auch schon mitgemacht. Und bist du jetzt so ernsthaft hingegangen, dass du gesagt hast, ich möchte da eine kennenlernen, vielleicht geht das sogar? Absolut, absolut. Ich habe die Chance wahrgenommen. Aber es ist wie eine Chance beim Lotto, wie ein Sechser im Lotto. Die Chance ist gering. Aber du darfst nicht vergessen, nach dieser Sendung werden die Drähte glühen beim Sender. Ich bin da werden gespannt. Sie dir anschauen. Ja, da brauchst du gespannt sein. Da wirst du mal sehen, was los ist. Also ich bin ja auch offen für eine Beziehung, für eine tolle Beziehung. Ja, schau das zuerst an und dann reden wir weiter. Ja? Also nicht, dass ich jetzt schon wieder sage, er ist offen, da kommen da irgendwelche Auslaufmodelle. Ja, das wollen wir nicht. Ja. Also, den Zwiebel, den wir jetzt da anschwitzen, jetzt geht's weiter. Ich habe ja auch noch hier, aber wir können auch den Gemüsefond jetzt. Ja, gib mir rein. Nehmen wir den also ganz, mir ist ein bisschen zu viel Fett drin, aber es macht jetzt nichts. Nein, nicht ganz. Reicht, ne? Was, ja. Wir brauchen nur 2-3 Löffel. Und diesen tollen braunen Rum. Das wird dir gefallen nachher. Ja. Also dann, nein damit. Aha. Weil ich habe dieses Rezept zusammen mit einer guten Freundin aus Panama. Ja, ich wollte schon sagen, es geht aus der Karibik, 100%. Panama. Ja, ist das gleiche, genau. Ums Eck rum da unten. Ja. Und die haben überall rum. Nein. Und die hat auch immer, die kocht auch so toll. Und wir werden auch bald mal zusammen kochen. Und dann haben wir noch ein bisschen vom Rahm. Den müssten wir dann ein bisschen aufkochen. Der muss jetzt, jetzt rein, okay. Ja, also die Frage ist, der Zwiebel, der wird ja schon langsam weich. Das servierst du mit den Zwiebeln oder passierst du das ab? Nein, das kommt alles in die Soße. Okay, also, dann haben wir jetzt diese Brühe drin, dann haben wir den Rahm drin. Ja. Der kann ein bisschen einreduzieren. Genau, der muss ein, richtig. Hat jetzt eine schöne Farbe. Richtig. Jetzt muss halt Geschmack geben. Ich sehe da noch einen Knoblauch bei dir. Den habe ich schon mit rein.
Ah, der ist schon drin. Der ist schon mit drin. Dann den Lauch und dann den Salbei und alles Mögliche. Genau, Salbei. Kommt der in die Soße rein, oder? Alles in die Soße. Okay. Ja? Dann drehe ich mal hier. Und den schneide ich jetzt ein bisschen, den Lauch. Bisschen hier an. Hoppla, das ist falsch. Ja. Weil der gibt auch eine schöne Abrundung noch. Der Lauch? Ja. Also, das heißt für unsere Zuschauer, die Soße besteht aus ein bisschen Fond, aus dem Gemüsefond, aus ein bisschen Sahne, aus Zwiebeln oder Schalotten, muss ich auch immer gerne hernehmen, aus noch mehr ein Zwiebelgewächs, das ist der Lauch. Ja. Und bei den alten Ägyptern war es ja so, beim Bau der Cheops-Pyramide, ja, die hat ja 44 Jahre gedauert. Da gab es den ersten Streik auf der ganzen Welt. 2554 vor Christi, als die Sklaven keinen Knoblauch mehr gekriegt haben, haben sie gesagt, sie hören sofort auf zu arbeiten. Und erst als die wieder Knoblauch, Lauch, Zwiebel angeschleppt haben und Rettich, haben die weitergearbeitet. Ja, die hatten recht. Ja, klar. Deswegen wird das eine gesunde Sauce. Das wollte jetzt ich damit machen sagen. Wir noch ein bisschen Salbe. Ja, mach noch rein. Mach noch rein. Ja? Du musst dann auch noch mit dem Pfeffer, mit dem Salz. Ja, Salz, Salz, Pfeffer unbedingt. Also ich würde dann entweder gibst du Chilisalz rein oder du machst Pfeffer und Salz rein. Okay? Aber du tendierst eher auf Pfeffer und Salz, habe ich schon gesehen. Mhm. Da sollte schon was rein, ne? Ja. Pfeffer, schauen wir mal hier. Mhm. Das schaut schon, Struktur. Das schaut schon gut aus. Ja, das schaut sehr gut aus. Krieg ich ja schon Hunger. Das kommt nachher, Spritzer, Zitrone, brauchen wir da nicht rein, machen wir beim Fisch dann. Das machst du, wie du willst. Ja. Aber jetzt würde ich an den Fisch rangehen an deiner Stelle. Mhm. Brauche ich noch. Also die Soße ist soweit erklärt, gell? Und wenn wir den Fisch anbraten, dann kommt da noch ein bisschen die Pfifferling dazu und etwas Spinat. Ist das richtig? Ja, wunderbar, Alfa. Oh, er schneidet es runter. Wenn man sagt, er isst ein Steak. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich koche jetzt 50 Jahre lang, aber das habe ich auch noch nie gesehen. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, ich improvisiere wie in vielen passt, Dingen. Passt, passt. Jeder ein Stickel. Schau her, jetzt tickt es ja schon ein bisschen ein. Machen wir noch ein Stück. Dann wechsle ich das einmal aus. Dann braten wir uns jetzt einmal. Und das ist Fisch an, das reicht. Jeden so, sehen zwar, das reicht. So ein tolles. Der Rest ist für den Kameramann, weil das langt eh nicht so. So ein tolles, toller Fisch. Was erzähle ich dir? Sieh, Teufel, er ist ein wunderbarer Fisch, aber er muss frisch sein, sonst ist er ledrig und zäh. Man muss aufpassen, dass man nicht zu lange gart, ja. Weil der hat in dem Sinn keine Gräten, sondern er hat nur so ein Rückgrat. Ja. Lässt sich natürlich wunderbar für einen Bayern essen, weil der würde es wieder ein Schweinsbrot oberschneiden. Gell? Natürlich, weiter oben ist es anders, da mag man ein bisschen an Gräten rumzupfen. Aber er ist wirklich ein toller Fisch. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir ran an den Feind. Für den Fisch nehmen wir Butter? Nein, den nicht. Ich nehme okay. Butter nur zum Verfeinern, ich würde ein bisschen Öl nehmen. Okay. Und im Notfall sogar Olivenöl. Geht zwar der Geschmack weg, aber es macht nichts mehr. Das ist hitzeresistenter. Die Butter okay. bricht schon ab bei 90 Grad. Da flippt die aus und kann nicht ja, mehr. Ja, danke für den Tipp. Nichts zu danken. Ich lerne gerne von dir, du. Jetzt geht's rein. Stopp. So, jetzt geben wir den Fisch dann da rein. Jawohl, warte mal, das streichelt man jetzt ein bisschen drüber. Da streichen wir. Mhm. Und jetzt lassen wir das langsam angehen. Wie viele Stücke tun wir rein? Nehmen wir schon vier da ja, rein. Ja, vier. Ne? Dann schaut es gut aus für die Pfanne. Die freut sich, wenn es ein bisschen gefüllt ist. Können Sie die Fischstücke ein bisschen unterhalten und sagen, musst jetzt du auch abbrauen? Sag einmal. Na, wunderbar. Die Pfanne isst ja mit, ne? Ja, ein bisschen schon. Gell? Dann würde ich Folgendes sagen. Das lassen wir da ein bisschen einreduzieren. Wir kochen jetzt die Nudeln, den Fisch braten wir an und zum Schluss haben wir dann die Pfifferling genau. und den Spinat rein. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Servus. Machen wir noch ein bisschen Butter da rein. Jawohl. Jetzt kommt deine geliebte Butter. Von wegen ein bisschen, aber nein. Wenn es lang gemacht. Ja. So schaut's aus. Wenn es hilft. Da ist ein bisschen würzen jetzt da. Du wolltest die Soße abbinden, gell? Nee, ich wollte den Fisch eigentlich damit so. Nein, musst du gar nicht. Also wenn du beschichtete Pfanne hast, brauchst du das nicht. Schau okay. her. Jetzt emulgiert es da ein bisschen. Ja. Dann hast du gleich eine Soße, da ist da ein bisschen entweder Chilisalz oder ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Dann kannst du noch einen Abrieb von einer Zitrone drauf machen oder auch ja. nicht. Ja, aber ansonsten gefällt mir das gerne. Jetzt ganz gut. So, die Nudeln, sage ich mal, schauen wir uns einmal an.
Die sind fertig. Auch die kann man kochen mit ein bisschen, mit einem Lorbeerblattl oder mit einem Ingwer, Scheibe Knoblauch. Vielleicht eine Chilischote mit reingeben, damit es ein bisschen frecher wird. Und immer schauen, dass die al dente sind. Und das Wichtigste ist, nicht mit kaltem Wasser abwaschen. So, da rein. Wunderbar schauen die jetzt aus. Und jetzt kommen die ratzfatz in die Soße rein. Ja. Da schwenkt man es jetzt ein bisschen. Und schon hat man wunderbare, geschmackvolle Nudeln, die noch sehr, sehr al dente sind. Weil man muss ja sehen, das dauert jetzt noch ein paar Minuten und dann zieht die nur mal nach, die Nudeln. Ja. Deswegen lieber ein bisschen vorher reingeben. Schau her, das ist wunderbar. Schaut gut aus. Ja, nimm die Soße sofort auf. Mhm. Machst du deinen Spinat noch rein? Oder was ja, magst du machen? Ein bisschen Spinat. Ja. Sehr gut. Andere Löffel. So, den lassen wir jetzt ein bisschen zusammenfallen. Den der Spinat schön geht ja schnell, der hat 93% Wasser. Der ist gleich die Persönlichkeit ein bisschen heraus. Mhm. Hier siehst du, eigentlich reicht es schon so. Ja. Lassen wir das jetzt da. Und jetzt kann man sagen, richten wir es an, oder? Ist dir das recht? Ja, gerne. Hast gerne. Du noch irgendeinen Tipp für mich? Möchtest du noch irgendwas machen? Schaut super aus. Möchtest du meinen Fischgewürzen auf den Fisch drauf tun? Ja, lass uns doch probieren. Das habe ich jetzt extra hingestellt und habe mir gedacht, watzt, vielleicht kommt er drauf. Nein, ich wollte ja sowieso, dass du ein bisschen von deinen tollen Gewürzen. Ja, das passt doch wunderbar. Ja? So. Und dann hat er ein bisschen andere Persönlichkeit. Er schmeckt praktisch noch besser. Und jetzt richten wir es an. Schauen wir, ob wir so ein Ding haben für die Nudeln zum Rausnehmen. In der Schublade. So ein Zwicker. Ja, genau, hier. Der müsste gehen. Wunderbar. Der müsste jetzt gehen. Jetzt drehen wir das nochmal, sodass man die Soße schön mitnehmen kann. Da könnten jetzt rein, ein bisschen Dill oder ein bisschen Estragon. Oder das kann man ja selber machen, wie er will. Ja? Genau, da ist ja jeder. Also, da ist, die Fantasie ist da frei. Das ist kein Muss. Das ist auch wichtig beim Kochen. Fantasie, Kreativität, mal was ausprobieren, keine Angst haben. Und als Single ist das Schöne, da meckert keiner. Ja. Wenn es nicht so hingehauen hat, dann war es wurscht. Aber eigentlich müsstest du sagen, weißt du, jetzt muss einmal eine her. Jetzt habe ich das 100-mal gekocht, das Gericht. Das muss jetzt mal jemand probieren lassen, weil das so gut ist. Ja, ich lade jetzt zum Zusammenkochen ein. Das ist der Weg, das trojanische Pferd. Okay, Alfons. Also, das muss jetzt irgendwann einmal klappen. Absolut, da wäre ich froh, würde also mich freuen. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Sendern nicht geklappt hat, aber bei München TV klappt's. Ja. Wenn die Frauen dich sehen, sagen dein sie. Dein Wort in Gottes Ohren. Dann sagen die, Wahnsinn. Bin ich froh, dass der noch keinen erwischt hat. Das ist ein Fall für mich. Wenn der nicht nur, der schaut nur super aus und kocht auch noch gut. Ja, gut, das muss ich jetzt schon sagen. Wenn ich die Maske hätte, würde ich ja rot werden jetzt. Also die Maske. Die Maske. Naja, die passt zu dir, die Maske. Schau her, die stellen wir jetzt auch noch mal mit drauf. Sehr schön, gell? So, ein bisschen Spinach. Das ist eigentlich ein sehr dankbares Gemüse, wunderbar. Weil er sofort bereit ist. Schaut wunderbar. Er liegt am Teller und sagt, nimm mich, wie ich bin. Nimm mich, wie ich bin. Du sprichst jetzt vom Spinat, oder? Ich bin nur vom Spinat. Okay. Weil deine Sprache, die kommt jetzt erst dann zur Wirkung. Jetzt trinken wir ein Glaserl, stellen wir es da drauf. Alf, du gehst da rüber. Ja. Dann kriegst du von mir ein Buch. Ja, Wahnsinn. Jetzt komme ich aus der Küche gar nicht mehr raus, lieber Alfons. Ja, das macht nichts. Boah. Zum Einkaufen. Ah, das ist ja ein gnadenlos gutes Geschenk, du. Aber ein schlechter Stift habe ich heute. Der gibt noch nichts her, schau her. Aber es schaut aus, wie wenn er schon 200 Jahre alt wäre. Aber gut gehalten. Ah, ja, gut gehalten. Gehört zu den Vampiren, du. Genau, jetzt probieren wir einmal. Erst einmal Prost. Sagen wir mal so. Ja? Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du Hat mich sehr gefreut. Ja, gut. Schauen wir mal, ob es wirklich so gut ist. Mhm. Oh. Boah. Der Fisch, ja, mit dem. Oh. Redest du von meinem Gewürz oder was? Nein. Also das Gesamtpaket, ja? Die Gesamtmischung, ein Traum. Nein, ist wirklich gut gelungen. Ein Traum. Muss man sagen. Es schmeckt. Ja. Ich kann nur noch mal sagen, du wirst dich nicht mehr retten können. Ich stelle mir dich gerade vor, mit einer weißen Kochjacke in einer Küche stehen
Und einer deiner, sagen wir mal, rausgesuchten, ja, sagen dann, wow, schau diesen Typ an. Aber nur die Kochjacke, ja? Nur mit der Kochjacke. Nur mit der Kochjacke. Ja, auch. Ja. Er fällt schon wieder mit der Tier ins Haus. Da wundert mich nichts. Du bist ein guter Typ. Mich wundert nicht, dass du, hast du nicht im Fernsehen ein bisschen mitgespielt? Du hast mit einer Komparsenrolle begonnen und mit der Hauptrolle geendet. Ich habe wirklich mit einer Komparsenrolle angefangen. Prinz Eisenerz zum Beispiel. Da haben die mich nicht entdeckt, aber die haben mich entdeckt für Albert Einstein durfte ich spielen. 2005 war in München ein Einstein-Jahr. Toll. Und da haben die mich für eine tolle Rolle genommen. Ich durfte den Albert Einstein spielen. Und er hatte so ein paar Macken. Und die Macken durfte ich spielen. Die Macken passen ja gut zu dir. Absolut. Ja, der ist barfuß ins Weiße Haus gegangen, ohne Strümpfe. Ja. Und bist dann du barfuß ins Freibad gegangen oder bist du hier gegangen? Ja, wir haben im Deutschen Museum, da war es Albert Einstein, ja, 2005. Und dann, die hatten mich in Unterföhring hergerichtet, nicht hingerichtet. Wie Albert Einstein bin ich da rein. Und die Leute dachten, jetzt kommt Albert Einstein rein. Mit der Tasche, wie im Schweizer Patentamt. Und die haben dann noch zu den Macken diese tollen Genialitäten, die er hatte, ja, dazu geschnitten. Das war eine tolle Sendung, hieß ein Interview mit Albert Einstein. Kann man auch auf YouTube sehen, Alf Klostermann eingeben, Einstein dann. Und dann hast du einen Blog, glaube ich, oder du blockierst? Nein, du blockierst nicht, du hast einen Blog. Okay, nicht. Ich habe Freunde auf Facebook und einige von denen lieben meine kleinen Kochsendungen, die ich dann mache, so 2-3 Minuten. Ja, ist doch gut. Und dann manche fragen dann schon wieder, wann kochst du endlich? Dann brauche ich keine Kochshow mehr gucken. Aha, das ist ja Konkurrenz, mein Lieber. Nein, überhaupt nicht. Ich koche ganz bodenständig, ja. Bist du ein Guter. Das macht Spaß. Liebe Zuschauer, ich sage Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Oder wie würdest du in deiner Sprache sagen? Ja, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Jetzt mit dir, Alfons. Ja. Oh, der Tor, da muss ich reinschauen. Mit dem besten Koch hier der Welt. Gib mal rüber. Und nein, es war richtig toll. Hab einiges lernen können jetzt hier vom Alfons. Und noch mehr werde ich mir sein Buch anschauen mit den ganzen Gewürzen, alles, was dazugehört. Und dann kann ich wieder in meiner Facebook-Sendung auch wieder einiges. Komm her jetzt. Jetzt komm her. Alfons, vielen Dank. Auf beide darf man sagen, schwärmen wir es runter. Dankeschön. Danke und auch. Vielen Dank. Bitte euch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke.